Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 4. Ja, in der letzten Folge sind wir zu dem Treffpunkt gegangen, wo Michelle uns hinlotsen wollte. Und dort hat sie uns dann in ein Büro geführt. Dort war so ein Mann und der hat dann gesagt, ja, du musst jetzt einen Mann für mich aufspüren und erledigen. Und wenn du dich weigern solltest, dann übergebe ich deine Akte dem FBI. Deswegen hatten wir eigentlich keine Wahl und mussten das eben auch machen. Der Mann hieß, glaube ich, Oleg, wenn ich mich noch recht erinnere. Und den haben wir aufgespürt und getötet, wie es uns aufgetragen wurde. Verdammt, jetzt verfolgt uns ja auch noch die Polizei. Es geht mir echt auf die Nerven, sowas. Geh weg. Hier beiseite. Wir müssen jetzt hierhin kommen. Oh, ein Stern. So gefährlich. Oh. Nee, das ist kein Problem. Die kriegen wir locker abgehängt, bevor wir bei Playboy X sind. Denn dort begeben wir uns jetzt diesmal hin in dieser Folge. Habe ich ja letztes Mal angekündigt. Denn er hat uns ja vor einiger Zeit mal angerufen und gesagt, hey, Nico, ich habe mir gerade voll das Problem. Kannst du mal vorbeikommen? Und ja, okay. Also, mein bester Freund hier ist er jetzt nicht. Das ist ja klar irgendwie. Aber, naja, es ist eben eine Hauptmission und allgemeine Mission und deshalb müssen wir das machen. Also, kann man nicht ändern. Wenn man es ändern könnte, würde ich es machen, aber jetzt muss ich die Mission hier halt für ihn machen. War ja bisher auch ganz witzig, aber ich mag seine Persönlichkeit halt so nicht. Ich meine, er fühlt sich irgendwie wie ein Gott, keine Ahnung. Ich kann das nicht beschreiben. Er fühlt sich halt, als wäre er der größte Player hier im Business, aber das ist er nicht, denn das ist Nico Bellic. Aber egal, wir gehen jetzt mal zur Mission. The Holland Play. What's up, Money? Hey. Man. Business is tough. I ain't a cold person. I mean, I am cold, but motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Man, have a seat, man. All right. Now, I got into this dope gang because it was the only thing that was open to me, man. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen. Now, I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man. And I changed stuff. You know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. But I gotta have the money, man. Is all this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne, man, Dwayne, it's like he thinks it's 1992, and the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. Now, I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. So what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. But what else is there? I mean, Cash been talking. Now I hear things. Said you and me, it's too tight now. Said you disrespected him. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. But you can. But I don't want to. Well, neither do I, man. But if he goes insane, we all dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. I don't like this conversation. But do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. Now, I will give you a lot of money. Because see me? Now, I ain't scared of no one. But
But a motherfucker says he's gonna kill me, and motherfucker's gonna die. Oh. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. I will be in touch. Okay, ja, dann speichere ruhig. Wenn du willst, warum speichern jetzt eigentlich? Verstehe ich jetzt nicht, aber kann man ja mal machen. So, was ist denn jetzt hier? Hm. Also wird er sich jetzt irgendwie bei uns melden, jetzt direkt danach, oder müssen wir jetzt erstmal was anderes machen? Weil das ist jetzt schon wichtig, weil ich muss ja wissen, was ich zu tun habe. Ja, sonst würde ich jetzt zu einer anderen Mission gehen, aber... Eigentlich wollte ich jetzt hier was für Playboy machen. Hm. Also er will also, dass Strange stirbt, aber bislang haben wir noch keinen Auftrag. Wurde der... Nee, da wurde nichts gesagt. Ich habe diesmal eigentlich aufmerksam mir das alles durchgelesen. Ich habe eigentlich das... Ich bin der Meinung, ich habe nichts verpasst. Hm. Vielleicht meldet der sich ja gleich bei uns. Vielleicht müssen wir auch erstmal eine Nacht drüber schlafen oder so. Dann könnte ich ja mal zum Versteck fahren, vielleicht kurz mal pennen, weil dann überspringen wir ja 6 Stunden. Und vielleicht ist das ja bereits am nächsten Tag der Fall. Oder ich muss mich ja entscheiden, oder? Soll ich ihn anrufen oder... Ich könnte auch mal bei Dwayne anrufen und gucken, wie seine Lage so ist. Mache ich jetzt einfach mal. Mal sehen, was bei Dwayne so abläuft. Nico, man, I'm going crazy. Since I got out, things just don't make no sense. Have things ever made sense? They made sense inside. 3 meals a day, time in the yard, lockdown at 8. Things out here is mad crazy. Tell me about it. Want to download? I think Playboy wants me dead. Might just let him do put a cap in my dome. End it all. That what you want? Seriously? Nah, fuck that shit. I ain't ready to go out yet. I need you to get him for me. I can't do it myself. He was my boy back in the day. That's something I won't be able to forget. You seem like you got my back, Nico. Help me out on this one, dog. I'll stick by you till the end. Take him out for me. That's a pretty heavy request, Dwayne. Playboy was your best friend. And he's always been straight with me, more or less. I'll have to think about it. Na super, Playboy sagt, hey, kannst du nicht mal Dwayne für mich erledigen? Und dann ruft man bei Dwayne an und sagt, oh, mir geht's nicht gut, kannst du mal Playboy für mich erledigen? Ja, wow, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt nochmal bei Playboy anrufen oder was? Ich rufe nochmal bei Playboy an, ist das zwar sinnlos, weil wir waren ja gerade bei ihm, aber man kann ja nochmal anrufen. Yo, Money, don't be trifling with me. You made a decision, you're gonna fix this Dwayne problem of ours, yeah? Hey, it ain't our problem, Playboy. It's yours. That said, I know what I'm going to do. That right. You cold, Nico. Peace and love. Ah, gut, jetzt haben wir eine Mission. Ist der Zielort etwa da, wo wir hin sollen, oder ist das nur eine Markierung? Es ist nur eine Markierung. Ich mach die mal weg. Ja. Schalte Playboy X oder Dwayne aus. Jetzt haben wir natürlich die Wahl. Ich weiß aber schon ganz genau, was ich tun werde, denn... Ja. Wenn ihr... Ja, wenn ihr die Folge hier aufmerksam... Wenn ihr hier in dieser Folge aufmerksam zugehört habt und auch den Folgen zuvor, dann habe ich immer wieder gesagt, dass ich Dwayne eigentlich sehr gerne habe und ich ihn mag, so als Persönlichkeit. Seine Persönlichkeit mag ich. Und Playboy X eben gar nicht. Dann ist das natürlich ganz einfach, wie ich mich entscheiden werde. Ist ja klar, ne? Dann werde ich mal den Playboy X jetzt mal umhauen. Dann, wow, 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 wow. Nicht noch Polizei her. Gegen mich aufhetzen, das wäre jetzt nicht gut. Denn wir haben jetzt einiges zu tun. So, der Playboy denkt jetzt natürlich. Er sitzt jetzt bestimmt auf seiner Couch vor seinem Flatscreen und denkt sich so, oh, der macht ihn fertig, der macht den Dwayne kalt. Aber da hat er sich wohl getäuscht. Denn ich mag ihn nicht. Und mal ehrlich, Dwayne hat doch alles richtig gemacht. Und Playboy, er ist ein Schnacker, ganz ehrlich. Was er da sagt, ja, ich baue den Kindern einen Spielplatz und einen Freizeitpark und Parks und was weiß ich. Das ist so ein Schnacker. Dann soll er mal seine Wohnung verkaufen. Dann hat er schon mal einiges an Geld, was er stiften könnte. Aber das macht er natürlich nicht, weil er ein egoistischer
Lappen ist. Und deswegen müssen wir ihn eigentlich töten. Das ist klar. Ne? Außerdem werden wir, wenn wir ihn umbringen, auch noch was ganz Tolles bekommen. Aber das verrate ich noch nicht. Das werdet ihr ja dann gleich sehen, wenn wir ihn umnocken. The Holland Play. Ew, Playboy X. Yo, Whitey's back. Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would have put up more of a fight. I didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! Du ownst mich? Ja, dann werden wir sehen, ob du uns hier ownen kannst einfach. Ich glaube eher, du wirst ins Gras beißen, aber das müssen wir erstmal sehen. Ach. Ach. Ach, das ist doch keine Konkurrenz hier. Was? Hedda. Und jetzt raus aus der Deckung. Müssen wir Playboy jagen. Ah, Playboy. Even if you kill me, you're gonna have this whole town after your ass. Sag mal. Playboy? So, Playboy, jetzt reicht es mir langsam. Meine Güte, ey. Der hat sich zu viel erlaubt. Und er denkt wirklich, er ist der König und er kann nicht. Er ist unantastbar. Aber das wird er gleich merken, wie dass er doch mal verletzbar ist. Und gleich werden wir ihn zerstören, vernichten, auseinandernehmen. Und dann wird er gar nichts mehr haben. Oh. Entschuldigung, ich dachte, du wärst vielleicht Playboy, aber. Oder ein Kompane von ihm oder so. Deswegen musste ich reagieren. Oh. Geh weg. Aua. Verdammt. Was ballern die hier rum? Verschwinde. So. Aua, der hat uns schon ziemlich zugesetzt. Aber wo ist denn Playboy jetzt? Ist er hier in der Gasse? Hä? Was macht Playboy denn da? Hä? Oh. Na? Da bist du down, der Playboy ist am Ende. Seht ihn euch an, die Made. Da liegt sie am Boden. You shouldn't have asked me to kill Dwayne, Playboy. Weißt du was? Du dreckiges Stück Scheiße, das Ganze hast du verdient. Verdammter Mist, ey. Das war's. Leb wohl, Dwayne. Rest in pieces. Nach der Granate wirklich pieces statt peace. Oh mein Gott. Das war doch mal ein würdiger Abgang für ihn. Dwayne, I dealt with Playboy. You should know that he asked me to end you first. He was going to pay me a lot of money to do it. Shit, man. He was a good kid back in the day. Always hungry though. Always wanted more. Maybe I should have seen it then. Kept a closer eye on him. You can't predict what people will become. You're right. I can't give you no money for helping me, son. But I got the deed to Playboy's fancy silk sheet loft. You can have it. Hey, man, I seen where you're living. You should take it. Nah. It'll make me remember the kid too much. Maybe he'll stop by my place sometime, though. Hang out with me. I don't have many friends left, you know. I'll give you a call sometime soon, Dwayne. Later on. Okay, bis dann. Genau das meinte ich. Du kannst jetzt Playboy's Apartment, Apartment als Versteck verwenden. Ja, jetzt haben wir einfach mal Playboy's Apartment abgestaubt. Und dann gehen wir doch direkt mal rein in unser neues Heim. Denn eigentlich, die Bude, die Roman uns besorgt hat, die ist ja auch schon richtig gut. Und die hat auch eine Menge zu bieten. Aber das, was Playboy X da hat für ein Apartment, das toppt das nochmal um Längen. Denn, ja, der Fernseher ist nochmal eine Ecke größer. Das Bett ist luxuriöser. Man hat einen Balkon. Hello there. Hi. Get the hell out of here, you asshole. Was, Asshole? Der hat uns beleidigt. Stirb. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Kann auch nicht mehr wieder vorkommen. Du bist schon tot. So, hier. Zeigen wir uns mal die Bude. Die ist schon schick. Wir haben hier einen eigenen Billardtisch. So, ist hier irgendwo auch ein Laptop? Wo ist der Laptop? Sag nicht, wir haben hier keinen Laptop. Was ist das denn für eine mangelnde Technik? Also, die Küche ist schon mal sehr schön. Hier mit Barhockern, ein Billardtisch, wie gesagt. Hier noch ein Playboy X
Ich will das abhängen. Kann man das abhängen? Das ist total... Nee, also hier müssen unbedingt andere Bilder hin. Das ist noch mangelhaft. Aber sonst ist das hier einfach top. Ich meine, hier eine geile Couch, ganz ehrlich. Und der Bildschirm, also schön panoramik, riesig. Riesiger Fernseher mit geilen Boxen. Und hier das... Okay, das Bett ist so wie immer. Das ist, wird nicht wirklich größer, aber es sieht auf jeden Fall schön aus hier. Und kann man sich umkleiden und... Hier der Balkon auch noch. Der ist richtig gut hier. Boah, mit eigener Wellness. Oh, also hier, wow. Ist natürlich jetzt nicht so toll mit Klamotten, ne? Eigentlich müsste man die ausziehen, aber das geht ja in GTA nicht. Man kann sich einfach nie waschen in dem GTA. Ne, nur mit Klamotten. Das ist echt traurig eigentlich, oder? Wenn man sich das mal so betrachtet. Ja gut, Leute. Man, genau. Bist du... Geh rein da. Ich würde sagen, ja... Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen drinne. Es ist so angenehm warm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal denn.